Ich bin Wladimir Kaminer, deutscher Schriftsteller. Ich fahre gerade mit einem BMW 850 CSI zum höchsten Berg Österreichs, zum Großglockner. Da am Fuße des Berges treffe ich Sandra Landsteiner. Mit ihr zusammen fahren wir mit diesem Gefährt auf den Großglockner. Mal sehen, wie weit wir kommen. Bist du schon mal mit sowas gefahren? Nein, noch nie. Wow, mit dem darf ich heute fahren? Ja, wir fahren zusammen auf den Berg, dachte ich. Ob wir raufkommen, wird man sehen. Das werden wir sehen. Ich fühle mich ein bisschen wie auf der Rennstrecke. Ich fahre auch wirklich gerne Auto. Noch lieber fahre ich Ski. Du fährst gerne schnell. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Skifahrergeschichte. Wir fahren gerne dynamisch, würde ich sagen. Deine Sport, die stelle ich mir sehr gefährlich vor. Das hat mit dem Gefühl der Sicherheit nichts zu tun. Ja, das sieht ganz gern mal so aus, als ob wir nicht wissen, wo wir hinfahren. Das ist es aber nicht, sondern da steckt immer viel Arbeit. Im Vorfeld eigentlich dahinter. Großglockner, willkommen! Hat schon ein geiles Fahrgefühl, echt. Ich glaube, der hat ja 380 PS, also das macht schon, so ein Auto macht schon mal Spaß. Ich glaube, den behalte ich mir jetzt über den Sommer. Macht das. Ist schon eine geile Landschaft, oder? Spektakulär. Ich hoffe, wir sehen dann auch den Gipfel heute. Halt, wenn du im Winter mit Skitourenski auf den Berg gehst, dann musst du nicht nach unten laufen, sondern kannst nach unten fahren mit Ski. Dann ist wahrscheinlich so ein klassisches Bergski für dich total langweilig. Für mich ist Freeriden wohl die natürlichste Art, Ski zu fahren. Also für mich ist es ja ein riesen Spielplatz da draußen und mir meinen eigenen Weg bauen zu dürfen. Und das ist ja genau das, warum ich das einfach so liebe. Eine bahnbrechende Fahrt. Was hältst du von dem Auto? Also war alles perfekt. Das Auto hat so Spaß gemacht zum Fahren. Also es war jetzt für mich ja nicht nur Fahren, sondern es war echt ein Erlebnis. Natürlich auf der Straße und mit dir im Auto. Also es hat echt super viel Spaß gemacht. Du kannst das Auto behalten, wenn du möchtest. Und wir schauen uns die Berge an.